Dadurch ich das letzte Mal ja ein Level aufgestiegen bin, auf Level 6, habe ich jetzt den Rotkohl. Und das sieht ja so aus. Jetzt wissen wir das auch. Den habe ich mal angepflanzt. So sieht aus. Aha, okay. Hier haben wir auch die Questzwiebel. Die kann ich jetzt hier auch endlich abschließen. Das ist die nächste. Karotten, okay. Na, sehr schön. Dann ernte ich mal den Rotkohl. Wie viele Punkte bringt der? Der bringt 7. Wie viele Felder sind da eigentlich? Das schaue ich jetzt dann auch mal. Das würde mich auch mal interessieren, weil 7 Punkte. Da kann man sich ja schön ausrechnen, wie viel ich dann noch brauche. Ich brauche über 5000 Punkte. Brauche ich und dann bin ich im nächsten Level. Also, ich brauche bräuchte noch 2303, weil 2096 habe ich schon 5000 benötigt. Das ist hier nicht zu missverstehen. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Felder sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 7 ist. Schreibt es in die Kommentare. Ne, Quatsch. 49 natürlich. Also 49 Felder müssten es sein. Das mal 7 ist. Jetzt weiß ich, jetzt hänge ich auch jetzt zugegebenen Taschenrechner. 343 Punkte mache ich also bei einmal abernten bei Rotkohl. Merkt man schon. Auf das nächste Level, da wird dann schon wieder einiges benötigt. Pflanzen wir mal an. Was pflanze ich denn an? Ich brauche ja Kartoffeln, ne? Okay. Ah, Karotten. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Kann ich hier, na, gehen wir wieder ein bisschen Wasser schöpfen und dies und das und das. Ich alles hier haben, was hier haben, ist auch sehr schön. Okay, wo haben wir jetzt hier die Karotte? Dauert 18 Minuten. Und die pflanzen wir an. Aber ich brauche 30, also sprich, da muss ich gar nicht alles hier voll kloppen. 5 habe ich schon, ist auch interessant. Okay, kopiere einfach mal hier so voll. Und gut. Müsste reichen. Wenn nicht, dann Pech. Mache ich halt nochmal. Was fand sich hier in diesen an? Und zwar Rotgold braucht 5. 5 von den Kapitale werden wieder abgezogen für einmal an. Das ist schon viel. Nehmen wir Radieschen. Die sind schön billig und dauern nicht so lange und sehen schön aus. Okay. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich jetzt hier bringen lieben Kunden was machen kann. Und zwar Kartoffeln kann ich auch aushauen. An in der Main irgendwas. Ich könnte eigentlich, vielleicht lohnt sich. Jetzt schauen wir mal, lohnt es sich mir am Markt zu verkaufen oder an den Kunden? 19 Erbsen abgeben bringt mir 152 Kapital. 152. 19 Erbsen, das merken wir uns. Dann gehen wir auf Lager. Gemüse auf die Erbsen. Wo haben wir die Erbsen? Ich muss jetzt erstaunen, was überhaupt derzeitige Preis ist. Nicht Shop. Und Gemüse für eine Erbse wird wie viel verlangt? Oh, da sind aber nicht viel Angebote. 14. Preis 14. Okay. Na, bin wieder rausgegangen. Sieht da nur so wenig Angebote? Hier zeigt es 325 an und hier ist so wenig. Gibt's das? Also 14. Und wenn ich jetzt hier auf mein Lager gehe, auf mein Gemüse, auf meine Erbsen verkaufen, und zwar 19 für 14, wenn für 13 das rausgeht, würde ich 247, sogar wenn ich 12 verkaufe, würde ich 228 bekommen. Im Vergleich, wie wir gesagt haben, da ist schon ein bisschen mehr drin und da habe ich nur 152. Also, das haben wir auch durchschaut, sehr schön, dann gehen wir Erbsen verkaufen hier und nicht an unseren lieben Herrn Käufer, Käufer, der das kaufen will. Wie viel kaufen wir? Hauen wir gleich 21 raus. Dann haben wir noch genau, habe ich noch genau 10. Und das ist eine schöne Zahl, deswegen mache ich so. Okay. 4 kann ich noch reinhauen. Da könnte ich eigentlich jetzt hier noch ein Angebot schmeißen. Rotkohl wäre auch in Mengen. Rotkohl habe ich in Mengen. Ja, kann man denn nie ganz. Ach, muss ich damit immer extra rausgehen? Irgendwo gibt es da was, aber ich finde es nicht. Ah, das ist nur ein Klick umsonst. Haha. Rotkohl kostet Preis 15. Das ist gar nicht. Das ist ein bisschen herunter. Oder warte ich mal. Vielleicht wird es aber wieder ein bisschen teurer. Komme ich da wieder raus? Alle Produkte. Nee, Blödsinn. Das wollte ich nicht. Dann gehen wir nochmal rein, Gemüse. Was ist unsere Tomate? Ist halbwegs teuer. Okay. Jetzt warten wir mal einfach mal, bis sie verkauft ist. Dann habe ich wieder ein bisschen. Kapitaler, bisschen mehr Money, Money. Und das ist jetzt auch wieder nicht schlecht. Das Hoppala, gießen wollten wir jetzt eigentlich gar nicht. Aber egal, ist ja nicht so schlimm. Wann bekomme ich jetzt hier. Wo ist denn das hier alles?
ein. Was ein Eiffelsalafanz auf der Acker verkürzen. Uhuhu. Für 0 Coins verkürzen. Nee, was ist denn das? 10 Minuten 0 Coins. Ah, was haben wir jetzt gemacht? Hat mir das jetzt nichts gekostet? Okay, das hat mir jetzt. Was jetzt gerade gratis? Was ist das jetzt? Ja, logisch. Jetzt kostet natürlich was. Einmal schon gratis und dann am Wiedermarkt merkt man, oh, das ist gar nicht so schlecht, dann kostet was, ist ja klar. Reifezahl um 10 Minuten verkürzt, um 40 Minuten, 2 Stunden. Ja, okay, das ist gar nicht. Ich brauch's nicht, aber. Jetzt sind wir nicht, die Radieschen gleich fertig geworden. Pflanzen wir nochmal. Ja. Okay, haben wir das auch wieder herausgefunden. Wieder was Neues, man lernt nie aus, wie es so schön heißt. Und weg, weg, und da will ich nicht rein. Premium, 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 Premium. Parkplatz. Okay, was will ich mal schauen? Hier, Getreide und mir. Also, das habe ich ja alles noch nicht. Meine Güte. Aber wie komme ich denn das? Kein Getreide auf Lager. Warum komme ich in Getreide? Wie hat man das in die ganze angezeigt? Nicht genug Dünger. Bierdünger. Kostet alles Coins. Pflanzen, da haben wir es ja. Getreide ab Level 7. Ein Level noch und dann habe ich mein erster Getreideklee und dann geht es ja 8, 10 und was ist sicher alles. Was ist sonst noch hier? Wann bekomme ich Obst? 12. Also da geht schon ab, da kommt dann schon einiges zusammen. Kräuter habe ich ab 18. Pilze ab 25, 26. Und Blumen ab 35. Und Tiere, schauen wir jedes Mal nach Hauseinrichtung. Oh, das kostet alles so viel, das kostet alles so viel. Aber ich kaufe mir dann jetzt mal einen grünen Holzstuhl. Dazu brauche ich ein bisschen Geld. Ich brauche mal Geld, ich muss mir anpflanzen und dann verkaufen. Es ist jetzt aber auch was Interessantes, mal so zu sehen. Wenn ich den Markt verkaufe, wenn ich es normal kaufe, ist es. Ich muss ja, um ein Radieschen zu haben, beispielsweise ein. Um es eins anzupflanzen, muss ich ein Kapital hergeben. Wie viel würde Radieschen auf den Markt bringen? Radieschen 4. Da merkt man schon, da macht man schon ein bisschen Gewinn. Ach, dann gehen wir auf die nächsten Seite mal auf die 1000, um dann für, ha um für mein Farmhaus ein bisschen was zu tun, ein paar Schüler zu kaufen, Sessel zu kaufen, Tisch zu kaufen, Bett zu kaufen. Derzeit gehe ich immer auf nach dem Boden. Nee, Quatsch. Also, das ist das Ziel für die nächsten Male. Vielleicht seid ihr da wieder auch am Start.